Hallo liebe Campingfreunde, ich habe mal wieder eine Kleinigkeit gefunden und die möchte ich der werten Community zur Kenntnis geben. Schaut es euch an, mir gefällt es sehr gut, sonst würde ich dieses Video nicht machen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da oder sogar ein Abo für diesen Kanal. Also bis gleich. Ich denke mal, etliche von euch haben genau diese Ablage wie ich. Das ist ein Citroën als Fahrgestell oder als Führerhaus. Ist aber baugleich, soweit ich weiß, im weitesten Sinne mit Fiat und auch Peugeot. Es geht eigentlich um diese Ablage hier in der Mitte. Und ich habe immer das Problem gehabt, dass ich nicht so richtig weiß, obala, siehste, geht schon los, wie befestige ich mein Navi. Ich habe das immer an der Scheibe befestigt, habe ich aber das Problem, ich habe ja diese Jalousie hier vorne und da muss ich dann jedes Mal das Navi abbauen. Außerdem in der Schweiz und auch in Österreich stelleweise, da schauen die Leute schon bei Verkehrskontrollen nach, ob man irgendwelche Dinge im Sichtfeld des Fahrers an der Scheibe befestigt hat. Und übrigens bitte nicht wundern, wir haben heute schon wieder Schnee gehabt. Ich kriege es langsam nicht mehr auf die Reihe, mein Wohnmobil von Schnee und Eis zu befreien. Okay, also, lange Rede, kurzer Unsinn. Ich habe etwas im Internet gefunden, habe mir das bestellt und ich muss sagen, ich bin recht begeistert. Und zwar geht es schlicht und ergreifend um dieses Teil. Das ist eine Ablage, wie gesagt, Fiat Ducato und baugleiche. Diese beiden Ohren, rechts und links, die kommen mit extra, sind einfach mit zwei Schrauben zu befestigen, überhaupt kein Problem. Hoppala, das war die Hupe, die funktioniert noch. Auf der Rückseite haben wir diese Klemme und da können wir einfach dieses Teil festklemmen und schon bewegt sich das keinen Millimeter mehr. Finde ich schon mal geil. So, wozu jetzt diese ganze Geschichte? Mitgeliefert werden zwei solche Scheiben. Da sind Magnete drunter, die gibt es mit verschiedenen Haltekräften, 4 Kilo, 8 Kilo. Die sind aus Edelstahl, kommen so wie das hier ausschaut, mit einer Folie noch drauf, die entfernen wir gleich noch. Und ich muss erstmal noch kurz was zu diesem Blech sagen. Ich habe mich zuerst gewundert, wieso dieses Blech eine raue Oberfläche hat. Aber ich muss sagen, es passt farblich erstmal zum Armaturenbrett. Und diese raue Oberfläche sorgt dafür, dass ich in der Scheibe keine Reflexionen habe. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig beim Fahren. Und jetzt gibt es noch ein paar Besonderheiten. Es gibt mehrere verschiedene, wie soll ich sagen, Varianten von diesem Teil. Wir sehen das hier, bei mir ist das hier vorne extra nochmal gebogen oder extra nochmal abgewinkelt. Das hat den Hintergrund, dass ich ja jetzt hier meine Jalousie hier schön vorbeiziehen kann, ne? Wie man sieht. Das ist doch eine Sache. Und ich mache jetzt mal geschwind die Folien ab und dann schauen wir mal, wie sich das anfühlt oder wie das ausschaut, wenn dort meine Instrumente drauf befestigt sind. Also, hier bringe ich mal die eine Scheibe ins Spiel. Das ist jetzt die mit der größeren Haltekraft. Die wird mein Navi festheben. Da sind rundherum auch noch so ein paar Gummibippel drauf. Die sorgen dafür, dass das Teil richtig sitzt und nicht rumwackelt. So, ich setze das jetzt mal einfach da oben drauf. Und dann kann man die Folie abziehen. Und dann haben wir eine wunderschöne Edelstahloberfläche. Die sieht schon mal richtig gut aus. So, das zweite Teil, das tun wir jetzt mal einfach hier hin. Es gibt diese Edelstahlteile, wie gesagt, in verschiedenen Größen, Durchmessern, auch für große Sachen geeignet. Und es gibt die mit verschiedener Haltekraft. So, jetzt versuchen wir mal, dass wir das Navi da oben draufsetzen können. Setzen wir jetzt mal drauf.
fest kommt ab. Ja, das sieht doch mal richtig gut aus. So. Und als zweites habe ich mir noch was anderes einfallen lassen. Und zwar, ich habe so ein Handy mit so einem Ladeteil mit Induktion. Und da habe ich gedacht, ich werde mir so ein Induktionslader daher tun. Da kann ich mein Handy nämlich einfach in diese Haltebucht hineinstellen. Folie machen wir ab. Und dann, ja, jetzt sieht das richtig gut aus. Weil jetzt habe ich aus meinem Sichtfeld, aus dem Fahrersichtfeld heraus, habe ich richtig einen Blick auf meine zwei Teile dort drüben. Ich komme da auch mit der Hand hin, kann die bedienen. Das ist eigentlich eine richtige gute Geschichte. Gefällt mir. Und die sind richtig fest und sollen sich laut Hersteller, der ein Patent darauf hat, auch nicht lösen. Die Haltekraft der Magnete ist also gut genug. Ja, ich habe das Navi jetzt mal weiter nach vorne gesetzt. Damit, das will noch nicht ganz, das kommt da noch nicht ganz vorbei. Das müssen wir noch mal korrigieren. So, jetzt habe ich das Ganze noch mal unter Strom gesetzt, richtig. Ist alles angeschlossen, diese Kabelei. Ich habe dort eine Verteilerdose. Die Kabel werden noch richtig festgemacht. Aber es ist dann alles im Blickfeld. Das Schöne ist, diese Halterung, wie gesagt, mit Induktionsladung. Man braucht das Handy bloß reinzustellen. Der erkennt selber, dass das drin ist, fährt diese Backen zusammen, hält das Handy fest. Ich habe sowas Ähnliches schon in meinem anderen Fahrzeug und das funktioniert einwandfrei. Ja, was Einzige, was mich noch nicht ganz so glücklich macht, ist, dass ich diese Jalousie immer noch nicht ganz an diesem Navi vorbei bekomme. Aber ich glaube, das ist kein Problem, weil man kann ja dieses Navi aus der Halterung rausnehmen. Zack. Und dann geht das einmal frei. Und das ist allemal schneller passiert. Klack, ist es wieder drin. Das ist allemal schneller passiert, als den Saugnapf von der Scheibe zu entfernen. Und mir ist es auch schon ein paar Mal passiert, dass der Saugnapf dann irgendwann plopp macht. Ja, und das Navi während der Fahrt dann irgendwo runterfällt. Haben wir nicht mehr. Ich werde unten in der Beschreibung einen Link reinsetzen, wo ihr euch in Verbindung setzen könnt mit dem Hersteller dieses Metallteils, dieser Ablage. Das funktioniert über E-Mail. Übrigens ein super Kontakt. Ich kann das nur empfehlen. Der Hersteller wird sich mit euch in Verbindung setzen und wird genau abfragen, über welches Armaturenbrett ihr verfügt, weil es gibt, wie ich eingangs schon gesagt habe, mindestens 4 verschiedene Varianten. Ich habe die 5., weil ich diese Jalousien der Frontscheibe noch drin habe. Und je nachdem, welches Mittelteil ihr dort oben habt, mit welchen Befestigungen, mit welchen Riefen an der Seite, je nachdem bekommt ihr das entsprechende Teil zugeschickt. Passt hundertprozentig, da wackelt nichts. Also ich bin sehr begeistert von dieser Geschichte. Wie gesagt, schaut euch das mal an, setzt euch mit dem Hersteller in Verbindung, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde mich freuen über ein Like oder über ein Abo für meinen Kanal. Bis dann, ciao!